Macht eine richtig schöne Bräune, die vor allem null künstlich aussieht. Er meinte auch, es sieht halt gar nicht orange aus. Alle Stellen habe, könnt ihr hier einfach dieses Spray drüber geben. Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich zeige euch heute meine 15 Monatsfavoriten, hauptsächlich aus der Drogerie. Ich glaube, nur ein Produkt ist nicht aus der Drogerie. Wir starten aber einmal mit den Haarprodukten. Ich habe hier jetzt zum Beispiel wieder richtig gerne zuletzt von Crystal S das Soft Shine Beach Wave Spray verwendet. Das erinnert mich ja nämlich total an das Spray von Kevin Murphy. Hatte ich euch ja auch schon mal gezeigt, Bedroom Hair, kostet aber super viel Geld. Ich muss sagen, die Crystal S Produkte sind aus der Drogerie jetzt auch nicht super günstig, aber ich finde, sie heben sich ja wirklich schon ab von den günstigen Drogerieprodukten. Also es lohnt sich auf jeden Fall schon, die zu kaufen. Und es ist, wie gesagt, auch ein Dupe zu Kevin Murphy und damit spart man da natürlich auch nochmal viel Geld. Vor allem halt jetzt mit meinem Pony habe ich so Textursprays wieder richtig zu lieben gelernt, denn damit kann man einfach hier so richtig schön Textur reinbringen. Ich trage das gerade immer so ein bisschen seitlicher, weil es einfach aktuell sehr heiß in Hamburg zuletzt war und da macht ein Pony natürlich nicht so viel Spaß, aber es ist halt wirklich ein richtig schönes Spray. Also da bekommt man richtig schön Textur mit, auch wenn man Locken oder so macht, damit die lange halten und strukturierter werden. Ich mag dieses Gefühl halt richtig gern in den Haaren. Was ich auch richtig gerne mag und vor allem jetzt auch bei der Hitze richtig gern verwendet habe, ist von Taft Gliss Lovely Long Multitasking Hitzeschutzspray. Benutze ich auch immer, wenn ich rausgehe, weil die Sonne ist natürlich auch heiß und ich möchte meine Haare natürlich auch vor der Sonne und vor der Hitze schützen. Deswegen habe ich das zuletzt wirklich immer verwendet. Das ist bestimmt jetzt nur noch so ein bisschen drin. Also das ist echt fast leer. Bis zu 230 Grad Hitzeschutz, bis zu 95% weniger Haarbruch, Geschmeidigkeit, langanhaltende Definition, ein Style and Repair Spray. Ich finde, das macht die Haare auch gleichzeitig weich, bringt auch ein bisschen Glanz mit in die Haare und riecht vor allem auch richtig gut. Und auch beim Föhn, beim Glätten, Locken machen, was auch immer, ist das immer so ein Must-Have von mir zuletzt gewesen. Und auch ein Produkt, was ich in den letzten Monaten zu lieben gelernt habe, war von L'Oreal das Magic Retouch Ansatzspray. Ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube, ich hatte euch das schon mal gezeigt, aber doppelt schadet nicht, weil es halt wirklich ein gutes Produkt ist. Hier vorne ist dieser Sprühansatz und wenn ihr euch zum Beispiel hier hinten so einen Zopf macht und hier vorne dann so ein bisschen kahle Stellen habt, könnt ihr hier einfach dieses Spray drüber geben. Und es ist einfach wirklich richtig, richtig, richtig genial. Also das kann ich euch sowas von empfehlen. Ich halte es jetzt nochmal kurz hoch und lasse es trocknen. Man kann da richtig viel kaschieren, wenn man kahlere Stellen hat. Und vor allem, wenn man die Haare nach hinten kämmt, ist das normal, dass da auch manchmal kahle Stellen sind. Nicht jeder kann super volles Haar haben. Aber wenn einer stört und man das so ein bisschen kaschieren möchte, ist es halt richtig gut. Vor allem halt, wie gesagt, für Zopffrisuren. Ich habe hier Blond bis Mittelblond. Das ist die Farbe, die ich verwende. Die passt halt perfekt auch zu meinem Ansatz. Ihr müsst mal schauen, es gibt da verschiedene Richtungen. Ob braun, dunkelbraun, hellbraun, was auch immer. Gibt es in der Drogerie. Und in den letzten 2 Monaten habe ich fast täglich, ich habe das so durchgezogen und Phil nämlich mit mir, die Maske von Karen Body getestet. Und hier hinten ist nämlich Infrarotlicht. Also das könnt ihr alles anmachen und es ist ja auch wirklich klinisch erwiesen, das kann man auch überall nachlesen, dass Infrarotlicht die Zellerneuerung anregt, die Durchblutung und auch die Sauerstoffversorgung der Zellen fördert und dadurch den Alterungsprozess bekämpft. Und das hier ist ja alles mit Infrarotlicht. Und vor allem bei Phil hat man so eine extreme Verbesserung der Haut gesehen. Also das ist wirklich krass. Vor allem er hat so richtige Hautprobleme und immer Rötung und sehr empfindliche Haut. Und bei ihm ist das alles so krass zurückgegangen zuletzt. Also er hatte letztens einmal wieder einen Ausbruch, aber davor waren die Ausbrüche wirklich öfter. Und seine Haut hat sich seitdem so extrem beruhigt. Aber auch bei mir sind diese ganzen feinen Linien, die ich so auf der Haut hatte, vor allem so im Stirnbereich, nach 2 Monaten komplett zurückgegangen. Ich finde auch, meine Haut sieht viel makelloser aus. Wenn man raucht, ich rauche halt nicht, Phil auch nicht, aber wenn man raucht, kann sich die Haut ja auch verschlechtern. Die Ernährung spielt eine große Rolle und ganz einfach das Alter. Und nach können auch Fältchen entstehen oder auch durch Sonneneinstrahlung. Und vor allem, ich glaube, bei mir damals, ich habe nicht immer 50er Sonnencreme verwendet fürs Gesicht. Leider, 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 heute mache ich es. Und dadurch habe ich, glaube ich, auch so feine Linien so bekommen, also so feine Fältchen. Und die sind einfach mit der Maske zurückgegangen. Also ich finde es wirklich so krass. Die Maske heißt Karen Body LED Lichttherapie Gesichtsmaske. Und die kombiniert rote, also insgesamt 633 nm, und Nahinfrarote, insgesamt 830 nm Lichtwellenlängen.
um die Kollagenproduktion der Haut anzukurbeln, und diese regenerierenden Wirkungen dringen tief unter die Hautoberfläche ein und sorgen für sofortige und langanhaltende transformative Ergebnisse. Also das ist quasi die Wellenlänge des in Anführungszeichen Hollywood-Glow, so nennt man das nämlich auch immer. Und es ist nämlich sogar erwiesen, dass es Ausbrüche heilt. Das wussten wir zum Anfang zum Beispiel auch nicht. Wir haben uns dann nochmal genauer informiert, weil das bei Phil ja wirklich schon nach einer Woche oder so meinte er, guck dir mal bitte meine Haut an. Und das ist wirklich nicht übertrieben. Seine Haut sah nach einer Woche schon so krass viel besser aus. Ich habe bei mir erst so nach circa 2 Wochen auf jeden Fall ein Ergebnis gesehen. Aber wie gesagt, auch feine Linien und Fältchen werden gemindert. Auch Hautunreinheiten, Rötungen, die ihr im Gesicht haben, werden korrigiert. Das ist auf jeden Fall auch nochmal eine Empfehlung, die hier in die Favoriten gehört. Wie gesagt, Rabattcode packe ich euch auch nochmal in die Infobox. Dann könnt ihr 50 Euro sparen bei Karen Body. Und wichtig ist davor immer einmal das Gesicht zu waschen bzw. zu reinigen. Dann könnt ihr euch die Maske aufsetzen, 10 Minuten entspannen, danach nochmal Pflege auftragen, das ist so meine Routine auch, das Gesicht eincremen, auf jeden Fall auch Lichtschutzfaktor auftragen und that's it. Und das wie gesagt 3 bis 5 Mal die Woche, wir machen das aber tatsächlich eigentlich jeden Tag, es sei denn, wir vergessen das wirklich mal. Und apropos Hautpflege, ich habe hier zuletzt sehr, sehr, sehr von Alverde das Micellen Hydro Gesichtswasser bzw. Micellenwasser zu lieben gelernt. Das ist ohne Alkohol und mit Bio-Algenextrakt, Zink, PCA und Hyaluron für eine milde Reinigung und Pflege für feuchtigkeitsarme Haut. Ich finde, das ist so ein richtig schöner, prickelnder Effekt. Die Haut fühlt sich richtig gesäubert und klar danach an, richtig schön, gleichzeitig auch mit Feuchtigkeit gespendet. Also es hinterlässt so einen ganz kleinen, leichten Glow. Mag ich persönlich richtig, richtig gerne. Und im Anschluss habe ich dann sehr gerne von Balea Med das Ultra Sensitive Intensive Serum aufgetragen. Mit 7-fach Hyaluronsäure, Q10 und Ectoim, auch ohne Parfüm, Parabene und Farbstoffe. Und das ist vor allem für sehr sensible und empfindliche Haut sehr gut geeignet. Vor allem, wenn ihr Probleme habt, wenn dann bei einigen Produkten eure Haut brennt oder so. Das ist bei mir nämlich auch ganz oft der Fall. Bei dem Serum ist alles tutti paletti. Da brennt nichts, da tut nichts weh. Es fühlt sich alles sehr beruhigend und einfach schön gepflegt an und hinterlässt jetzt so einen ganz leichten Glow. Also mag ich sehr gerne. Ich zeige euch jetzt auch gleich nochmal ein Bräunungsprodukt, denn ich habe aufgrund dieses Bräunungsprodukts richtig gerne von Tricky Moon das Körperpeeling genutzt. Das ist mit Kokosschale. Die haben ja immer wieder richtig schöne Körperpeelings in verschiedenen Varianten. Vielleicht gibt es das hier jetzt gar nicht mehr. Ich bin mir gar nicht sicher. Aber jedes Körperpeeling, was die in die Drogerie rausbringen, finde ich immer mega gut. Es hat halt so ganz leichte Peelingpartikel, die wirklich sehr angenehm und schonend sind, auch für empfindliche Haut. Und das ist bei mir zuletzt super wichtig gewesen, weil ich auch wieder mit Selbstbräuner gearbeitet habe auf den Körper. Das entfernt immer so richtig schön die Hautschüppchen. Also die Haut fühlt sich danach super glatt an und dann kann man auch beruhigt Bräunungsprodukte auftragen, ohne dass man die Angst haben muss, dass hier irgendwas fleckig oder so wird. Denn ich habe es eine Zeit lang nicht mehr genutzt und habe sofort einen Unterschied gesehen. Also Körperpeeling gehört für mich so 2 Mal die Woche, würde ich sagen, dazu. Dann habe ich nämlich auch, das ist jetzt schon echt auch fast aufgebraucht, von St. Moritz den Daily Tanning Moisturizer verwendet in Light, eine Everyday Body Lotion mit Aloe Vera und Vitamin E. Pflegt zum einen richtig gut, ist komplett wie eine normale Body Lotion. Man sieht da jetzt keinen Bräunungseffekt. Es ist wirklich komplett ebenmäßig, keine Flecke. Und ich trage mir das manchmal auch einfach nur schnell auf. Ihr braucht aber auch gar nicht so viel davon, weil normalerweise bei den Body Lotions aus der Drogerie sieht man immer nur so einen minimalen Bräunungseffekt. Danach, wenn ihr euch aber zum Beispiel 2 Tage in Folge eincremt, seid ihr richtig schön braun. Also Phil hat mich ja einmal angesprochen, wo wir auf dem Sofa saßen und meinte, hä, warum bist du denn so braun? Und dann meinte ich auch, ich glaube, das liegt an meiner Selbstbräunungs-Bodylotion. Also die ist echt krass, die kann ich euch sehr empfehlen. Macht eine richtig schöne Bräune, die vor allem null künstlich aussieht. Er meinte auch, es sieht halt gar nicht orange aus. Man könnte wirklich meinen, ich war im Solarium oder so und ich gehe ja gar nicht ins Solarium. Also ich versuche da meine Haut vor der Hautalterung aktuell wirklich zu schützen, weil ich früher ein paar Fehler gemacht habe. Und wenn man dann älter wird, weiß man es besser. Deswegen große Empfehlung, wenn ihr einen schnellen, gleichmäßigen, natürlichen Bräunungseffekt haben wollt. Also mit natürlich meine ich halt jetzt vom Bräunungsergebnis her. Große Empfehlung. Oh, ich habe zuletzt aber auch hier von Larif Golden Dream Body Mist geliebt. Das habe ich heute auch wieder aufgesprüht. Hier sind überall so ganz leichte goldene Partikel. Leider erkennt man die fast nie in der Kamera, weil die halt so richtig schön dezent sind. Und der Geruch ist halt mega gut. Also das ist wirklich hier mit so einem, wie so ein Parfüm. Ist halt für mich so ein Sommerprodukt, weil es sehr erfrischend ist.
Würde ich das, glaube ich, im Winter benutzen, würde ich einfrieren. Aber so, jetzt wo es warm ist, ist es richtig angenehm erfrischend auf der Haut. Riecht richtig lang anhaltend. Wirklich fast wie so ein Eau de Toilette, könnte man sagen. Also richtig schön lange. Und hat, wie gesagt, überall diese leichten goldenen Schimmerpartikel und pflegt auch gleichzeitig so ein bisschen. Was ich auch zuletzt richtig gerne mag, ist auch recht neu in die Drogerie gekommen. Von Dove, eine Limited Edition Summer Care mit Aloe Vera und Rose Water. Scent. Das ist ein Deo, was gleichzeitig vor dem Schwitzen hindert, aber nicht Hautirritation hervorruft. Also das ist schon für die Haut und da brennt nichts. Es ist nichts unangenehm, wenn man sich das aufträgt. Das Einzige, was halt ein bisschen blöd ist, es braucht so ein bisschen, um einzuziehen, weil es halt so ein Roller ist. Und ich finde, Roller brauchen halt immer so ein kleines bisschen Zeit, um einzuziehen. Ist sehr erfrischend, kühlt auch gleichzeitig. Und wenn es dann komplett eingezogen ist, hält der Geruch super lange und ich finde auch, dass man echt nicht mehr so viel schwitzt wie vorher. Also vor allem der Geruch ist ein großes Plus, weil das so ein richtig schöner, blumiger, rosiger Geruch ist, den ich sehr gerne mag. Habe ich zuletzt auf jeden Fall sehr gerne verwendet. Und kommen wir zu den Make-up-Produkten. Ich habe es geschafft und habe jetzt den Glow Booster von Catrice hier zu Hause. Ist überall ja aktuell noch in der Drogerie ausverkauft, soll jetzt aber im September komplett ins Catrice-Sortiment kommen. Ich kann mir aber vorstellen, das ist so ein beliebtes Produkt. Das wird leider erstmal weiterhin ausverkauft sein. Außer ihr seid echt schnell. Der Presale war ja einfach sofort in 2 Tagen weg. Also das ist echt krass gewesen. Ich habe es bei Douglas jetzt bestellen können. Also bei Douglas gab es das bei mir noch, falls ihr da auch hinterher seid. Probiert es mal bei Douglas aus. Das macht so einen Weichzeichner-Effekt und gleichzeitig so einen richtig schönen Glow auf der Haut. Und ist halt wirklich der krasseste Dupe, den ich kenne, zum Flawless Primer von Charlotte Tilbury. 1:1, also ich erkenne da gar keinen Unterschied. Und ich habe den Flawless Primer von Charlotte Tilbury auch lange genutzt und schon lange getestet und lange in meine Make-up-Routine involviert. Also das ist wirklich krass und man kann so viel Geld damit sparen und auch die Verpackung sieht sehr ähnlich aus. Dann aber auch meine Lippenkombi von heute, die zeige ich euch auch nochmal, denn benutze ich zuletzt auch wieder richtig gerne gefühlt. Ich merke auch, meine Lippenkombi ändert sich so fast von Monat zu Monat. Ich habe immer wieder so neue Favoriten, was ja aber auch schön ist, weil ich die dann auch wirklich lange verwende. Also es sind immer dann lange meine Favoriten. Aktuell benutze ich richtig gerne von MAC die Farbe Whirl als Lip Liner und damit umrande ich meine Lippen und gehe dann immer noch mal so mit dem Finger ein kleines bisschen an den Umrandungen entlang, um das in die Mitte der Lippe zu verblenden. Dann habe ich nämlich so einen leicht verschwommenen Ombre-Effekt, den ich sehr gerne mag und es hält aber auch sehr lange. Auch wenn man das so ein bisschen verschmiert, es hält ultra lange und vor allem, wenn das Produkt in den Lippen irgendwie weggeht, was ihr euch darüber gebt, dann sieht das durch diesen Ombre-Effekt mit dem Lip Liner trotzdem nicht schlecht aus. Weil selbst wenn das Lippenprodukt abgeht, ist dieser Ombre-Effekt von dem Lip Liner eigentlich immer noch vorhanden. Ich gehe hier nämlich zuletzt immer richtig gerne mit dem Buttergloss von NYX drüber. Das ist die Farbe Madeleine. Und ich finde, die Farben passen super zusammen. Und die Farbe Madeleine ist tatsächlich auch eine Farbe, die ich schon jahrelang verwende und jahrelang super natürlich finde und sie jedes Jahr gefühlt immer wieder zum Einsatz kommt und ich sie jedes Jahr immer mal wieder richtig gerne eine Zeit lang benutze und aktuell ist wieder die Zeit. Ich finde es sehr natürlich, es hält auch sehr lange für ein Buttergloss, es fühlt sich richtig schön pflegend auf den Lippen an, nicht irgendwie babbig, sapschig, was auch immer, sondern ein richtig schönes pflegendes Gefühl auf den Lippen. Und was ich zuletzt auch wieder richtig gerne trage, sind Spangen und ich hatte mir hier bei DM vor kurzem eine richtig schöne bestellt, finde ich. Zuletzt wirklich meine allerliebste Haarspange, weil sie richtig fest sitzt und ich finde richtig schön schlicht, gleichzeitig aber richtig hübsch aussieht. Also ich liebe sie und ich mache mir meistens hier einfach immer meine Haare damit hoch und verstecke unten die kleinen Härchen hier mit drin. Und ich finde, das sieht einfach auch immer richtig edel aus. Wie so eine kleine Hochsteckfrisur, die in Wirklichkeit super schnell geht. Also ihr habt gesehen, die entsteht hier einfach aus einem ganz normalen Zopf, in dem ich die Haare hochgebe und den kleinen Bübel hier unten einfach hier mit drin verstecke. Pflegend auf den Lippen an, nicht irgendwie babbig, sapschig, was auch immer, sondern ein richtig schönes, pflegendes Gefühl auf den Lippen. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Ich würde mich darüber freuen. Schreibt gerne auch euer Feedback in die Kommentare. Ihr könnt ja auch mal schreiben, welches euer Favorit jetzt aus dem letzten Monat war. Vielleicht auch aus der Drogerie. Das würde mich sehr interessieren. Und ansonsten sehen wir uns dann am Mittwoch zu einem neuen Video wieder. Bis dann. Tschüss.